Deine Feinde lauern überall und so verraten sie sich. Heute lernst du, woran du heimliche Gegner und Widersacher erkennen kannst, selbst wenn sie es ganz geschickt angehen, dich zu bekämpfen. Neid und Eifersucht sind ihre Motivation und sie lassen nichts unversucht, um dich in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Jeder Fehler, der dir passiert, ist ein Fest für sie. Und jeder deiner Erfolge wird geschmälert und mit Füßen getreten, damit nur ja niemand sieht, wie großartig du wirklich bist. Lass dich von Komplimenten und einem freundlichen Lächeln nicht täuschen. Sie müssen nicht echt sein und wenn es jemand auf dich abgesehen hat, sind sie das ganz sicher nicht. Wir zeigen dir in unserem heutigen Video, worauf du achten musst, wenn jemand heimlich eifersüchtig auf dich ist. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Du stehst im Zentrum von fiesen Lästereien und Gerüchten. Sicher hast du schon einmal das Sprichwort gehört, Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt. Jede und jeder kann ein Lied davon singen, der schon einmal ins Visier von neiderfüllten Mitmenschen geraten ist. Sie lassen nichts unversucht, um Rufschädigung der übelsten Art zu betreiben, setzen bösartige Gerüchte in die Welt und spinnen die wildesten Lügengeschichten nur, um ihren Feindbildern zu schaden. Deren einziges Verbrechen besteht meist darin, ihnen irgendetwas vorauszuhaben. Erfolg im Job oder in der Liebe, gesellschaftliche Anerkennung und ein breiter Freundeskreis reichen schon aus, um ins Zentrum des Flurfunks zu rücken. Nummer 2. Deine Leistungen werden schlichtweg ignoriert oder nicht als solche anerkannt. Vorsicht vor Menschen, die alles einfach nur belächeln oder mit Gewalt kleinreden wollen, was du erreicht hast. Du wirst dich dann mit Kommentaren konfrontiert sehen wie "Das kann ja wirklich jeder" und ähnlich schmeichelhaften Wortmeldungen. Fakt ist, wenn es wirklich jede und jeder könnte, warum versuchen es dann nicht mehr Menschen? Es braucht schon einiges, um erfolgreich zu sein, egal in welcher Disziplin und in welchem Bereich unseres Lebens. Ohne Talent, Biss und Willensstärke kommt niemand weiter. Und die Neider und Eifersüchtigen hätten eben gerne die Abkürzung dorthin. Nur, die gibt es leider nicht. Nummer 3. Alles wird als Wettstreit betrachtet. Manche Menschen können nicht anders. Sie sehen sich ständig in einem Kampf gegen die ganze Welt und diesen Kampf gilt es zu gewinnen. Jede noch so banale Gelegenheit wird zum Anlass genommen, um sich zu messen. Das ist nicht nur sehr anstrengend für all jene Personen, die in den zweifelhaften Genuss dieser Ellbogentechnik kommen. Es ist außerdem höchst kindisch und unreif. Reagiere auf solche Herausforderer am besten mit einem milden Lächeln und einer höflichen Absage an diese Kampfansage. Solche Wettrennen um nichts und wieder nichts enden damit, dass einer garantiert verliert und zwar seinen Seelenfrieden und seine Freude an einem Leben außer Konkurrenz. Nummer 4. Deine Fehler werden länger mal breiter an den Pranger gestellt. Die größte Freude, die du eifersüchtigen Zeitgenossen machen kannst, ist, einen Fehler zu begehen. Jedes Missgeschick, jede Panne und jeder noch so winzige Lapsus sind wie Weihnachten und Ostern am selben Tag für sie. Ihre Schadenfreude kennt keine Grenzen und sie geben ihr Allerbestes, um die gute Nachricht über dein Scheitern und deine Inkompetenz so flächendeckend wie möglich zu verbreiten. Damit sind sie tagelang beschäftigt und ihre Glücksgefühle könnten größer nicht sein. Nummer 5. Man imitiert dich. Grundsätzlich gilt ja, Nachahmung ist die höchste Form des Kompliments. Allerdings kann diese Art der Anerkennung auch aus dem Ruder laufen und höchst unangenehme Begleiterscheinungen mit sich bringen, wenn man es übertreibt. Beginnt jemand beispielsweise deinen Bekleidungsstil oder deine Art zu sprechen zu imitieren, eignet sich dieselben Hobbys an und verbringt seine Freizeit überall dort, wo du bist, spricht man eher von Stalking und Belästigung als von einem Kompliment.
Nummer 6. Dein Erfolg wird schnell klein geredet. Böse Zungen sind niemals weit, wenn wir erfolgreich sind oder einen besonders lobenswerten Etappensieg erringen konnten. Diese bösen Zungen gehören fraglos Menschen, die von Neid und Eifersucht fast platzen. Eigentlich wären ja Glückwünsche angebracht in diesen Momenten des Ruhms. Wer stattdessen zu bissigen Kommentaren greift und nichts unversucht lässt, um unsere Erfolge zu schmälern, hätte selbst gerne etwas, worauf er stolz sein kann. Nur leider muss er dieses etwas schmerzlich vermissen. Nummer 7. Jedes Kompliment ist ein zweischneidiges Schwert. Eifersüchtige Menschen können es kaum ertragen, anderen dabei zuzusehen, wie sie von einem Erfolgserlebnis zum nächsten wandern. Egal, ob diese Verdienste beruflicher oder persönlicher Natur sind. Sie müssen natürlich kommentiert werden. Was dann auf den ersten Blick anmutet wie ein Kompliment, bringt bei näherer Betrachtung einen äußerst bitteren Nachgeschmack hervor. Wir haben es dann mit der besonderen Kunstform der versteckten Beleidigung zu tun, die als Kompliment getarnt des Weges kommt. Es ist typisch für solche kleingeistigen Menschen, dass sie nicht einfach nur den Mund halten können, wenn sie Gift und Galle spucken. Nein, sie müssen ihrem Unmut Luft machen, aber sie trauen sich auch nicht, das geradlinig und ehrlich zu tun. Unser heutiges Fazit: Sei deinen Freunden nahe, aber deinen Feinden noch viel näher. Dieses Zitat von Sun Tzu, dem Verfasser des legendären Strategiehandbuches Die Kunst des Krieges, darfst du gerne wörtlich nehmen. Es schadet absolut nicht, Menschen im Auge zu behalten, die dir Böses wollen. Je inniger du sie umarmst, desto weniger Spielraum für ihr Treiben haben sie. Achte besonders auf Leute, deren Komplimente stets einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, die dir deinen Erfolg absprechen wollen oder die dich nachahmen. Sei auf der Hut, wenn jemand aus jedem deiner Fehler und Versäumnisse ein Volksfest macht, das tagelang zelebriert und gefeiert wird. Ständiges Konkurrenzdenken und fiese Lästereien sind weitere Indizien dafür, dass jemand hochgradig eifersüchtig auf dich ist. Lass dir deine Erfolge von solchen Menschen nicht kleinreden und lass es dir nicht nehmen, weiterhin zu punkten und nach allen Regeln der Kunst zu glänzen. Für Talente und Fähigkeiten müssen wir uns nicht schämen, im Gegenteil. Will dir jemand trotzdem dieses Gefühl geben, dann meint er es nicht gut mit dir. Freunde freuen sich mit dir, wenn du einen Höhenflug nach dem nächsten absolvierst. Feinde freuen sich nur, wenn du hinfällst und am Boden liegst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.